Willkommen zurück irgendwo in Thüringen auf unserem Community-Server und heute ist richtig großer Verkaufstag. Wir wollen heute richtig viel Geld verdienen. Ihr wisst ja, wir haben hier eine Einkommensbegrenzung pro Tag auf dem Server und wir haben schon lange nichts mehr verkauft und können heute für 1,53 Millionen Euro Sachverkaufen. Das Ganze wird allerdings nicht so einfach, da wir ja auf schwer spielen, wo man für die ganzen Sachen relativ wenig dafür bekommt. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich früh am Morgen anfangen. Wir haben hier viel Sach. Da hinten sind unsere Getreidesilos. Da ist Zeugs drin. Wir haben hier Silos. Wir haben da hinten Silos. Wir haben Ballenlager. Also wir können mal reinschauen. Hier zum Beispiel Grassilage. 3,4 Millionen Liter. Aber das sind nur die aus dem Ballenlager. Die aus dem Fahrsilo hat er da gar nicht mit dazu gerechnet. Klar, im Januar soll der Preis noch ein bisschen höher werden. Okay. Aber wir werden trotzdem jetzt schon einen Teil davon verkaufen. Mais-Silage auch, da habe ich fast 3 Millionen im Lager drin. Und ansonsten seht ihr ja, was wir hier jeweils haben. Gülle haben wir ganz viel. Gerade im Dezember gibt es bei vielen, vielen Sachen Bestpreis, auch bei Stroh und Heu. Weizen und Gerste haben wir tatsächlich letzten Monat schon ein bisschen was verkauft. Ist im Nachhinein ist ein kleiner Fehler gewesen. Aber wir konnten Geld gebrauchen, habt ihr sicherlich im Stream mitbekommen, was wir da Schickes mitgekauft haben. Aber trotzdem habe ich von den anderen Getreidesachen auch noch jede Menge Zeugs da. Und Kartoffeln, das ist auch nur das, was im Lager drin ist. Ich habe da hinten ja auch einen Riesenhaufen mit Kartoffeln in der Halle liegen. Ja, es ist aber so, es hat geschneit über Nacht und wir müssen unsere ganzen Güter, die wir loswerden wollen, ja, nicht alle. Ein Teil reicht hier unten in die Stadt rein. Aber vieles muss auch hier hoch zum Viehhändler. Der will vor allem Silage. Ihr seht es ja, wenn wir hier reinschauen. Gras-Silage. Wo ist sie denn wieder? Da gibt es halt beim Viehhandel einen sehr, sehr guten Preis. Bei den Bunkern kann ich es gar nicht abgeben. Ja, weil die gehören zu einer bestehenden BGA. Das heißt, wir müssen da hochfahren. Das Einzige ist vielleicht die Ballen. Teilweise liegen auch noch Ballen auf der Wiese, die müssen wir einsammeln. Da drüben. Vielleicht kriegt man es ja hin, dass wir die beim Rad, mit dem Radlader, zumindest da vorne an der BGA, die noch niemandem gehört, die einzige, die noch niemandem gehört, oben reinzuwerfen. Mit Ballen geht es relativ einfach, aber sobald wir dann lose Güter wegfahren, wird das Ganze schwierig. Und mit losen Gütern meine ich halt hier einmal Mais-Silage aus dem Silo. Ich würde sagen, ja, damit die Straße auch frei ist, müssen wir als allererstes mal die Straße so ein bisschen freiräumen. Und dazu haben wir hier einmal ein paar öffentliche Fahrzeuge stehen. Oder hätte ich gesagt, wir nehmen mal das Schneeschild und ich fange mal an mit Schneeschieben. Ja, nicht nur Schneeschieben tun wir, sondern gleichzeitig auch ein bisschen Salz streuen. In der Hoffnung, dass die Straße dann auch frei bleibt und dann können wir hier viel, viel besser fahren. Ich schiebe jetzt gerade einmal zu meinem Hof vor. Und dann zum Viehhändler hoch, dass da auf alle Fälle gut geräumt ist. Und dann kann es losgehen und ja, ihr könnt gerne schon mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn so schätzt. Schaffe ich das an einem Tag so viel zu verkaufen? Also ich muss mich richtig ranhalten. Da werden richtig viele Spielstunden heute zusammenkommen. Das wird klar sein. Aber werde ich wirklich die 1,5 Millionen ausnutzen können? Passiert jetzt nichts Tragisches, wenn ich es nicht schaffe, aber wäre natürlich schon cool. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Räume jetzt hier einmal die Straße frei und dann sehen wir uns gleich wieder, hätte ich gesagt, zum Verladen von den ersten Ballen, beziehungsweise, ich habe gerade gesagt, zum Viehhändler hochschiebe ich die Straße. Ich schiebe sie im ersten Schritt jetzt tatsächlich erstmal nur bis hierhin. Fahren gleich mal hier rein. Weil
Vielleicht geht es ja doch ganz gut, dass wir die ganzen Ballen hier abladen können und hier loswerden. Dann sparen wir uns nämlich ordentlich was an Zeit, weil zum Viehhandel hochfahren, wer die Karte hier nicht kennt, ja, da fährt man gut und gerne mal so an die 7 Minuten einfache Richtung. Ich musste feststellen, dass mein Ballensammelwagen noch am Strohfeld ist, wo ich im letzten Stream ein bisschen Strohballen gesammelt habe. Und aus diesem Grund werde ich jetzt als allererstes mal kurz die paar Strohballen hier, 2-3 Anhänger, zum benachbarten Blockheizkraftwerk fahren, dass die auch genug Wärme produzieren können in diesem Winter. Ihr seht es ja immer, noch habe ich nichts verdient. In jedem Schnitt, wo ich hier quasi einen Step weiter bin im Verkauf, seht ihr dann, was ich jeweils im Step davor geschafft habe, so an Einnahmen zu generieren. Vielleicht mache ich gleich mal meinen aktuellen... ich lasse meinen Kontostand mal so, weil ihr seht, ich habe 3 Millionen Schulden. Dann können wir im Endeffekt auch transparent sehen, dass wir dann auch wirklich 1,5 Millionen Schulden weg haben. Genau, weiter geht's. So, jetzt war ich doch schon ein bisschen unterwegs. Ich habe hier den ersten Wagen mit Silageballen da. Einen habe ich hier sogar schon abgeladen. Und die 31.200 auf dem Konto, die stammen quasi von dem ganzen Stroh, was ich verkauft habe, was auf Feld 147 noch rumlag. Ist nicht wenig, aber wenn wir uns das genau anschauen, sind es, 2% von dem, was ich heute den ganzen Tag theoretisch verdienen kann. Also ist überhaupt nicht viel. Und jetzt muss ich gerade hier mal schauen, dass wir uns die Ballen hier schnappen. Dann kommen die hier einmal in den Container rein, in den Bunker. Nicht ein Container. Ach, da vorne hängt noch einer dran. Okay, stehe. Zack. Was waren das jetzt? Ich glaube, 4 Ballen, die ich reingeworfen habe, wo ich einen guten 1000 dafür... Ah ne, da hängt noch einer dran. Und einer liegt noch oben drauf. Also im Endeffekt haben wir doch nur 2 reingeworfen. Das heißt, pro Ballen kriege ich dann 500. Denke ich richtig? Ich glaube ja. Ist nicht viel, aber okay. Kriegt man irgendwie hin. Jetzt ist nur die Sache. Ich muss hier quasi mit dem Abladen in den Bunker schnell sein. Denn wenn ich es zum Viehhändler bringen würde, ist es ja so, ich habe zwar den Fahrtweg dahin, aber ich muss es dort theoretisch nur abkippen und kann direkt zurückfahren. Das heißt, das, was ich hier an Zeit brauche, um die Ballen von einer Ladung, von einer Fuhre da reinzuwerfen, das ist die Zeit, Fahrzeit, was ich zum Viehhandel habe, hin und zurück. Je nachdem, was jetzt halt schneller ist, lohnt sich das eine oder das andere eher. Gut, hier kriege ich auch noch ein paar Euros mehr, wie beim Viehhändler. Pro 1000 Liter, aber viel ist es nicht. Irgendwie nervt mich gerade so ein bisschen der mittlere. Querträger, der da drin hängt. Das Ganze wird sicherlich einen Ticken besser gehen, wenn der Schnee nicht da wäre. Ich hoffe, der schmilzt voll weg, weil soweit ich im Wetter gesehen habe, soll es heute den ganzen Tag nicht mehr schneien. Wäre auf alle Fälle schon mal eine ganz, ganz gute Voraussetzung. Aber so rein von meinem Gefühl her sind wir hier schon schneller mit dem Radlader. Glücklicherweise habe ich inzwischen so einen großen Radlader. Ja. Das heißt, die werfen wir hier rein.
Dann kommt direkt die nächste Fuhre und dann liegt natürlich auf den Wiesen und Feldern immer noch einiges. Und zu Hause steht auch noch einiges rum. Was haben wir denn jetzt? 13.000 schon? Da kommt schon gut Geld bei rum. Können gleich mal zusammenrechnen, sobald wir hier alle aus der Fuhre reingeworfen haben. Weiß er jetzt noch nicht. Ah ne, heute ist der zweite Tag schon vom Dezember. Gestern war der erste, aber da hatte ich keine Zeit. Aber ich glaube, heute hat noch niemand was verkauft. Und falls gestern viel Silage verkauft wurde, die hat sich der Preis mit Sicherheit schon wieder erholt. Da haben wir auf jeden Fall von der Hinsicht her keinen Nachteil. So, die letzten drei Ballen. Rein damit. Da haben wir jetzt so rund circa 25.000 bekommen, inklusive Umweltbonus, für eine Fuhre. Und auf einer Fuhre sind 24 Ballen drauf. Fahren wir diesmal vielleicht ein bisschen weiter vor, dass wir ein bisschen mehr Wendeplatz haben nach hinten raus. Ein bisschen mehr rangieren können mit unserem Radlader. Genau. Ich würde sagen, ich mache mich dran, dass ich jetzt mal ordentlich was an Silageballen durch die Gegend fahre und hier in den Bunker reinwerfe zum Verkaufen. Und wir sehen uns, ich würde sagen, auf alle Fälle zwischendurch nochmal zum kleinen Zwischenstand, wie es aktuell läuft mit den Silageballen. Bis gleich. Es ist wieder einiges an Zeit vergangen. Ihr seht es am Kontostand und an dem, was ich heute schon verdient habe. Ja, das sind inzwischen 130.000 mehr Euro dazugekommen. Ich habe jetzt quasi alle Ballen, die auf den Feldern lagen, eingesammelt und verkauft. Konnte ich da vorne machen, hat ganz gut geklappt. Und ja, hier vom Hof direkt habe ich ja immer noch nichts verkauft. Die Ballen da hinten liegen immer noch alle da. Aber die Ballen, die hebe ich mir quasi so ein bisschen auf. Ach, und da hängen unsere Strohballen immer noch im Baum. Wer kennt den Short? Macht mal alle ein Traktor-Smiley in die Kommentare rein oder so. Wer den Short gesehen hat, würde mich interessieren. Ja, ich dachte mir, ich fange jetzt mal ein bisschen mit dem zeitaufwendigeren Teil an. Wir werden jetzt hier einmal das Silo hier aufdecken. Warum kann ich das jetzt nicht hier aufdecken? Ah, doch, jetzt geht's. Sehr gut. Und dann fange ich an hier auf den Fliegel zu verladen. Hier habe ich aus dem anderen Silo schon ein bisschen Grassilage verladen. Marco vom anderen Hof war gerade eben auch da. Der hat gesagt, er hat mal Richtung Viehhändler hoch die komplette Straße geschoben, dass dort kein Schnee mehr liegt. Ist definitiv sehr, sehr nett von ihm. Grüße gehen raus. Weil dann habe ich nämlich die Möglichkeit, da jetzt ein bisschen schneller zu fahren. Ja, und wir werden jetzt hier einfach mal ein Weilchen lose Mais- und Grassilage verkaufen. Ihr seht es ja auch, wir haben hier in dem Silo, sieht man, warum sehe ich das nicht? Ach doch, da 2,78 Millionen Liter drin. Das ist brutal viel. Da kommt ordentlich Geld bei rum, aber das Ganze ist doch ein bisschen zeitaufwendig zu laden und wegzufahren. Wobei
Ja, wenn ich das im Förderband oder irgendwie anders unrealistisch lade, das wird nicht schneller gehen wie im Radlader hier. Da bin ich mir sicher. Deshalb lade ich es im Radlader. Der größte Zeitfaktor ist einfach die Fahrt. Und ich werde einfach mal schauen, wie komme ich voran. Und wenn es dann irgendwann später ist und ich merke, hey, zeitlich werde ich heute nicht mehr viel schaffen können, dann werde ich dazu übergehen, dass ich vielleicht wieder Ballen verkaufe, beziehungsweise vielleicht auch Getreide, was ja eine höhere Wertdichte hat, nenne ich es mal. Also 1000 Liter Hafer bringen ja deutlich mehr wie 1000 Liter Silage. Und da kriege ich dann innerhalb von einer Stunde auch viel mehr Geld rein. Das wird man auf alle Fälle gegen Ende machen. Ah, 4 Liter noch in der Schaufel. Aber der ist erstmal voll. Das heißt, ich schwinge mich jetzt auf den Traktor drauf. Und dann geht es mal los hier. Abfahrt Richtung Viehhändler mit der ersten Ladung. Ja, mein Hofmitarbeiter Benny, der wollte auch noch kommen. Eigentlich sogar schon ein bisschen früher. Habe ihn schon angeschrieben, aber bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Ich hoffe, dass er zeitnah kommt. Ah, wobei, ich habe gerade nachgeschaut. Comap 18:30, das ist bei mir jetzt in einer Stunde 50. Das heißt, eine Stunde 50 werde ich jetzt erstmal alleine Silage fahren. Und dann wird er auch da sein. Und dann habe ich einen zweiten Fahrer, dass wir da ja zu zweit zack zack fahren können und eine gute Menge an Silage durchbringen. Ich weiß noch nicht, wie wir es genau machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie drei Traktoren haben oder sowas in der Art. Zwei stehen immer unten, werden befüllt, einer ist gerade unterwegs und eventuell fahre ich dann ab und auch mal in eine Runde. Aber das ist erstmal reine Spekulation. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt gucken wir erstmal hier, wie sauber das die Straße hier geräumt wurde. Also bis jetzt sieht es hier schon mal sehr, sehr gut aus. Hier liegt rechts und links gar nicht so viel. Das heißt, da gab es gar nicht wirklich viel zu räumen. Ist ja auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Schneewehen am Start waren und den Schnee dahin geblasen haben. Hier zum Beispiel wurde definitiv gut geräumt. Ja, ich will euch jetzt nicht langweilen, indem ich da hochfahre. Schaut einfach auf die Uhr. Wir machen einen kleinen Cut und sehen uns wieder. Wenn ich dort bin, dann wisst ihr trotzdem, wie lange ich brauche, um dahin zu fahren. Da wären wir in Breitenherda beim Viehhändler. Und dann gucken wir mal, was uns der Kübel hier bringt. 40.000 Liter Mais-Silage. Ah, hat er nicht ganz so sauber geräumt. Muss hier gerade mal kurz schauen, wo der Trigger ist, ob ich da auch abkippen kann. Okay, scheint zu funktionieren. Fangen wir mal an. Und ihr seht es ja an der Uhr. Ich habe vom Hof aus bis hier hoch schon einiges an Zeit gebraucht. Dasselbe müssen wir gleich wieder runterfahren. Und damit könnt ihr euch dann später anhand des Kontostands auch ausrechnen, wie oft dass ich hier hoch und runter gefahren bin, um dann pro Fuhre rund 7.200 oder 300 Euro zu verdienen. Ja, es ist definitiv sehr, sehr mühsam, sich das Geld hier zu verdienen. Harte Arbeit, aber so ist nun mal Landwirtschaft. Ich fahre runter, ab zur nächsten Fuhre. Ich hole euch irgendwann später mal wieder dazu mit einem kleinen Zwischenstand. Spätestens, wenn Benny da ist.
Es ist wieder einiges an Zeit vergangen. Benny ist inzwischen jetzt auch da. Ihr seht's, inzwischen haben wir heute schon 319.000 verdient. Und das, was hier neben mir blinkt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Benny, mein Mitarbeiter, hat seinen eigenen Schlepper bekommen vor kurzem. Ist hier ein 1050, quasi auch der größte Schlepper auf dem ganzen Hof. Und wir haben jetzt zusätzlich, damit wir ein bisschen mehr aus einer Fuhre rauskriegen, weil die Fahrt ist einfach so der größte Faktor Zeit, haben wir hier einen großen Krampe gemietet. Da passen halt nochmal, ja, 20.000 Liter mehr drauf pro Fuhre. Gerade eben, wo fährt er denn rum? Ja, wie fährt denn der? Eieiei. Da fährt er lang. Da bin ich mal gespannt. Versucht er hier einen Weg zu optimieren. Auf jeden Fall schon gesehen, dass er da hinten rausgefahren ist. Und ja, die Erkenntnis so der letzten 2 Stunden Verkauf ist quasi, man braucht verdammt viel Zeit. Und wenn es so weitergeht, dann wird man die 1,5 Millionen bis Mitternacht auf gar keinen Fall erreichen. Deshalb Prozess jetzt ein bisschen umgestellt. Ich werde erstmal gar nicht zum Viehhändler fahren. Ich kümmere mich hier drum, dass ich hier immer die Anhänger lade. Da oben auf der Straße steht auch noch ein Gefährt, so dass wenn Benny hier kommt, ja, dann immer hier ein volles Gespann steht. Er nur anhalten muss, Traktor wechseln muss und sofort wieder auf die Reise gehen kann. Ja, somit sparen wir schon mal die komplette Aufladezeit für den Fahrer. Ab und an werde ich sicherlich dann auch mit einem Gefährt noch ein bisschen fahren. Aber die nächste Stunde werde ich mal etwas anderes machen und das zeige ich euch sofort. Das ist auch ein Punkt, der hoffentlich gut Geld bringt. Ich lasse jetzt erstmal nur hier einen als Puffer stehen. Den anderen da oben machen wir dann gleich. Ich habe mir nämlich da vorne einen zweiten Traktor hingerichtet. Na komm, wir springen mal schnell dahin. Der müsste doch da stehen. Ja, der ist es nicht, aber der hier ist es. Im Agroliner und Fendt. Und ihr seht ja, wir haben hier noch einiges drin. Gerste, Hafer, Mais, Raps, Soja, Sorghum, Hirse, Weizen. Und halt vor allem ganz viel Hafer. Und ich meine, wir haben heute schon mal reingeschaut. Hafer bringt diesen Monat ganz gut Geld. Und zwar verkaufen wir das, wo verkauft man das am besten? Getreidemühle? Das ist Bestpreis. Aber die kürt jemand. Hey. Wir müssen es hier in der Mühle bei uns verkaufen. Oh, ich bin zu weit weg. Ich muss halt auch unter den Trichter fahren. Das heißt, ich werde jetzt hier laden und ich werde quasi zwischendurch in den Phasen, wo ich so ein bisschen Pause habe, Hafer verkaufen. Dass wir hier ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Ich kann doch auf den Hafer laden, oder? Ach, jetzt. Immer das Auf- und Absteigen. Habt ihr das auch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich habe das voll oft. Ich fahre irgendwo drunter. Ich muss erst mal absteigen, wieder aufsteigen und dann erkennt ein Trigger. Das finde ich ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass es doch zeitnah gefixt wird. Ich weiß jetzt auch nicht, von wo das kommt. Aber ich hatte das Problem, meine ich zumindest, auch schon komplett ohne Mods auf einer Testkarte. Auf alle Fälle seltsam. Maschinen müssen wir auch mal waschen, winterfest machen, aufräumen. Vollkommen klar. Aber jetzt hat erstmal der Verkauf Prio, dass wir hier ordentlich was durchballern können. Wir können gleich mal schauen, wann hier das Geld von Benny reinkommt. Der müsste ja auch gleich dort sein. Ich habe es ja glücklicherweise gar nicht weit hier zum Verkaufspunkt. Ist direkt hier.
Einmal rückwärts da hinten hin. Und dann müssten wir jetzt für die Fuhre hier in die Ecke 30.000 schon bekommen. Ja, irgendwas 25.000 bis 30.000 schätze ich jetzt mal. Laden wir einmal ab. Gucken wir mal, da rasselt das Geld auch schon nach oben. Wie verrückt. Honigpaletten habe ich auch noch zu verkaufen. Das müssen wir definitiv auch tun. Was? Ach so. 16, 17, 18. Knapp über 20.000. Da habe ich mich doch schon ganz schön verkalkuliert. Na gut, auf jeden Fall. Ach, Benny lädt parallel ab. Okay. Dann war ein Teil von ihm. Was für ein Zufall. genau. Wir machen jetzt mit der Konstellation mal für eine Stunde weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Was haben wir jetzt? Eine gute Stunde später, eineinhalb Stunden später. Zwischenstandsmeldung. Wir haben jetzt gute 300.000 nochmal dazu verdient. Der Schnee ist inzwischen komplett geschmolzen. Glücklicherweise. Damit können wir ein bisschen schneller fahren. Und ja, wo ist denn der Benny? Der ist nämlich jetzt aber tatsächlich auch erst seit einer Fuhre unterwegs mit einem LKW. Genau, da kommt er. Wir haben quasi einen Krampe jetzt an LKW rangehangen. Und das, was wir jetzt verkauft haben, ist so eine Mischung aus Getreide und aus Silage. Und jetzt wollen wir mal eine Stunde lang richtig pushen nochmal. Mit kürzeren Wegen. Ihr habt es ja zu Anfang schon gesehen, dass wir hier vorne an der BGA, die wir im Hintergrund sehen, Silage abliefern können. Das heißt, wir werden jetzt da vorne den Stapel Silageballen auslagern. Weil wir haben ja auch ein bisschen so ein Offset zwischen Serverzeit und Realzeit. Also Real ist jetzt schon kurz nach 21 Uhr bei uns. Und die Sache ist halt die, wir müssen morgen auch wieder arbeiten gehen. Demher müssen wir uns halt beeilen. Das heißt, wir lagern jetzt hier mal Gras-Silageballen aus, die größten Ballen, die es gibt. Einfach mal hier einen Stapel, zack, zack, zack. Und dann kann die der Benny gleich, da ist er, anfangen aufladen. Und der wird die jetzt einfach vorfahren zu der BGA. Weil wir haben einfach festgestellt, die Methode ist auf alle Fälle deutlich schneller, da kann man in der Stunde mehr Umsatz machen. Und genau da steht der LKW. Ich mache den mal kurz aus. Den haben wir jetzt gerade mal für eine Fuhre genutzt. Aber wir können den später nochmal nutzen. Jetzt machen wir erstmal den Haufen weg. Oder Berg soll ich sagen. Hat der Kollege hier mal geschrieben. Er will das Wort nicht mehr hören. genau. Und da der Schnee jetzt weg ist, sollte das ja auch da vorne mit der BGA und dem Radlader reinladen, da hatte ich ja so ein paar Probleme, ein Ticken schneller gehen. Von dem her, was habe ich denn geschafft? Waren das so auch in einer Stunde? 150.000 so in etwa? Jetzt zu zweit? Und wir müssen es nicht auf dem Feld einsammeln? Würde ich fast behaupten, dass wir mit der Methode in einer Stunde 300.000 locker schaffen können. Ich bin gespannt. Wir hören uns gleich wieder. So, wir haben jetzt eine Stunde lang fleißig Ballen verkauft, den Prozess ein bisschen optimiert, indem hier so abgeladen wird. Dann kann ich die hier nehmen. Ja, es ist ungünstig, dass hier einer runterfällt. Aber die oberste Reihe kommt dann quasi hier in den Bunker rein. Und die zwei Reihen drunter kann ich dann auch jeweils immer vier nehmen und direkt in den Bunker davor reinpacken. Es geht halt mit der obersten Reihe nicht, weil ich da nicht nah genug rankomme. Aber ansonsten, seht ihr, haben wir jetzt quasi, ja, 300.000 haben wir glaube ich nicht geschafft, aber so 240.000 in der Stunde jetzt. Was definitiv eine ordentliche Summe ist. Und jetzt, musste Benny leider wieder weg.
Aber ich habe zwei neue Helfer bekommen. Und zwar einmal den Lohnunternehmer, den Patrick, und einmal René, die jetzt nichts zu tun haben auf ihren Höfen. Und die gesagt haben, hey, komm, wir helfen dir. Und die fahren jetzt quasi beide im LKW. Jetzt hängt hier halt der Ball, das ist ein bisschen ungünstig. Aber normalerweise würde ich da ganz gut rankommen. Fahren beide mit ihren LKWs und ich lade quasi drüben am Silo Mais-Silage auf. Und da muss ich jetzt auch ganz schnell wieder hin, weil ich vermute, dass René gleich wieder zurück sein wird im leeren LKW. Und das hier werde ich dann später voll reinwerfen. Aber sind wir auch schon bei 925.000. Genau. Das heißt, wir werden jetzt einfach mit zwei LKWs fahrend weitermachen. Wo fahre ich denn hier überall dagegen? Man merkt, ich bin ein bisschen hektisch unter Zeitdruck, dass ich schnell davor komme, damit die LKWs so wenig Standzeit wie möglich haben. Wir haben Silo tatsächlich jetzt auch von der anderen Seite aufgemacht, dass ich da kürzere Fahr- und Rangierwege habe beim LKW beladen. Ja, und einfach ein LKW, weil die halt mit 80 km/h unterwegs sind, nochmal extra dafür entsprechenden Anhänger gemietet. So, machen wir jetzt erstmal weiter und dann gibt es später wieder ein Update. Da geht es deutlich flotter hier. Wenn wir jetzt von der Seite so weit reingehen wie von der anderen Seite, dann ist das Silo auch schon fast leer. Perfekt. Und nächstes Jahr bin ich dann tatsächlich am Überlegen, ob ich vielleicht nebendran nochmal ein Silo hinbaue. Genau dasselbe. Das geht um einiges zügiger als mit dem Förderband, ne? Ja. Also bei den kurzen Wegen dann. Weil ich bin ja schon über 50%. Ja, wenn lange Wege hast, dann ist vielleicht das Förderband wieder ein bisschen schneller, aber du musst trotzdem auch oft umstellen und ja. Eigentlich müssten wir das halt auch auf verschiedenen Längen valide einmal testen, so. Dafür brauchst du so lang, dafür brauchst du so lang. Aber mein Gefühl sagt, dass wir so deutlich schneller sind. Was halt noch schneller wäre, wenn dann irgendwie so eine Verlademaus für Schüttgüter hättest. Haben wir doch drauf auf dem Server. Genau, die haben wir jetzt seit kurzem drauf, aber... Ne, die war doch davor auch schon drauf, die ist schon unter die Maus drin. Ja, genau, die war davor auch schon drauf, aber die davor konnte nicht alles. Also sie konnte zumindest keine... konnte sie ja nicht, ne? Keine Kartoffeln, genau. Alles andere konnte sie, aber keine Kartoffeln. Und jetzt kann sie quasi auch Kartoffeln und ich meine auch Rüben. Und damit hast du noch mal ein bisschen mehr. Aber ich werde mir die jetzt auch nicht so kaufen, wenn sie im Angebot ist, okay? Geht ja hier Schlag auf Schlag. Der eine LKW weg, kommt der nächste her. Ja, und der LKW, der fährt ja nicht nur schneller, der hat ja auch noch gleichzeitig mehr Ladevolumen. So einen Anhänger offiziell gekauft hat von euch niemand, oder? Nee. Weil, also, so wie ich Benny verstanden habe, hat er gesagt, er will so einen haben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen kaufen und
Der steht dann bei mir am Hof, wenn es dann bei irgendjemand darum geht, in kurzer Zeit möglichst viel zu verkaufen. Kann man sich den dann einfach nehmen. Wie viele Schafe passen da rein? Schafe, da hast du mein anderes Gefährt, was vorne in der Halle steht. Da passen dann. Waren es 24 rein? Achso, hier diesen Kranter SKS oder was? Also jetzt gerade ja. Aber für die Schafe natürlich den Tiertransporter. Steckst du fest, oder? Nee, ich hab mich nur schön hingestellt. Okay. Fein. Mein Silage. Wo ist denn der Wagen? Welcher Wagen? Nee, der Auflieger. 95. Wenn vom Feldrand Getreide abfährst, kannst du natürlich auch nehmen, aber so übers Feld fahren ist mit dem nicht so gut, weil er halt die LKW-Reifen hat. Es geht, ist aber eher schlecht als recht. Ja. So, es ist wieder ordentlich Zeit ins Land gegangen. Ich hatte nochmal richtig viel Unterstützung von Patrick und von René. Und ja, jetzt bin ich gerade hier mit einem Fässchen Milch unterwegs zum Großmarkt. Das wird man noch verkaufen. Und dann war es das aber auch für heute. Ja, es ist spät genug geworden. Ein bisschen Luft haben wir noch. Ich hoffe, ich kriege jetzt für die Milch noch mal ordentlich was. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ich habe jetzt gerade zum Schluss noch mal ordentlich Hirse, alle Hirse voll verkauft. Raps habe ich noch mal gut verkauft. Und das hat noch mal einen richtig, richtig guten Schub gebracht an Geld. Und jetzt habe ich dann, ja, das Mais-Silo ist auch fast leer geworden. Haben wir fast alles hochgefahren. Ein bisschen ist noch drin. Definitiv ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. 1,548 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Natürlich habe ich immer noch ordentlich Schulden. Können wir mal schnell reinschauen hier. 3 Millionen steht immer noch da. Aber ich habe auch gesagt hier, den ganzen Mithelfern hier, komm, schickt mir mal eine Rechnung über 15.000 jeweils. Weil, ganz ehrlich, was die dann noch geholfen haben zum Schluss. Grüße gehen raus, Dankeschön. Wenn ich das alleine bzw. mit Benny voll gemacht hätte, wäre ich vielleicht bei einer Million rausgekommen. Also die haben da bestimmt für 470.000 locker beigetragen, dass wir das voll geschafft haben. Und deshalb werden die da auch großzügig entlohnt. Ja, alles in allem, sehr, sehr erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Und damit würde ich auch sagen, war es das mit diesem Video. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.